Ja, warten Sie mal. Werter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die FDP hält ein Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft. Das ist ungefähr so, als würde ein Alkoholiker für den Konsum von Milch werben. Und warum ist das so? Das erkläre ich Ihnen jetzt gerne. Das hängt nämlich damit zusammen, dass 99% aller Unternehmen in Deutschland kleine und mittelständische Unternehmen sind, die klar definierte Interessen haben. Und zwar vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, anstatt durch Bürokratismus ruiniert zu werden. Und was macht die ehemalige Wirtschaftspartei FDP? Sie fördern genau den Bürokratismus, der unsere mittelständischen Unternehmen in den Ruin treibt. Sie glauben mir das jetzt nicht, Sie glauben es ja auch nicht, dann erkläre ich das jetzt. Zu den Fakten. Die soziale Marktwirtschaft braucht, um überhaupt wirken zu können, unternehmerische Freiheit. Und diese kostbare unternehmerische Freiheit wird durch irrsinnige Verwaltungsorgien erstickt, ausgehend von der Europäischen Union. Aber Sie haben den Mumm, nicht zuzugeben, dass dieser Regelungswahn der Europäischen Union, der kommt aus dem Kern des EU-Systems. Und weil er aus dem Kern des EU-Systems kommt, kann man innerhalb des Rahmens des EU-Systems dagegen keine Lösung finden. Weil unsere Unternehmen nur dann vom existenzgefährdenden Bürokratismus befreit werden können, wenn sie vom Moloch der EU befreit werden. Und ich bin nicht der Erste, der das sagt, ich bin der Zweite, der das sagt, weil Adidas-Chef Rorsted, endlich hat sich mal ein Industriekapitän getraut. Adidas-Chef Rorsted hat das gesagt gestern, und es werden noch weitere Industriekapitäne folgen. Und bisher haben wir nur als Alternative für Deutschland getraut, uns das zu sagen. Der Moloch EU ist unreformierbar geworden, und zwar aus einem Grund, den Sie auch nicht sehen wollen. Der Moloch EU ist schleichend zu einer zentralen Planwirtschaft verkommen. Und Planwirtschaft ist nun mal das Gegenteil von Marktwirtschaft. Und deswegen bezeichne ich Sie als ehemalige Wirtschaftspartei bei der FDP, weil die EU etwas anderes geworden ist, was wir nicht wollten. Wir wollten freien Markt haben, aber die EU ist etwas anderes geworden inzwischen. Die EU ist ein Herrschaftsinstrument geworden, um die 99% der deutschen mittelständischen Unternehmen finanziell auszusaugen und über überbordende Auflagen und Bürokratismus kaputt zu machen. Das ist die Wahrheit. Und weil Sie mir, dann sage ich Ihnen jetzt mal die Wahrheit von Ludwig Erhard, habe ich ja kein Problem damit. Ich zitiere Erhard. Er sagt, Freiheit herrscht nur dort, wo Macht, die Freiheit zu unterdrücken, nicht missbraucht wird. Das heißt, wir sind doch schon beim Punkt, auf dem EU-Markt hat die Machtkonzentration durch Finanzkonzerne derartige Größenordnungen erreicht, dass es für Unternehmen aus der Realwirtschaft immer schwieriger wird, zu überleben. Und deswegen erwarte ich von den Freien Demokraten, dass sie sich von dieser EU distanzieren, weil in dieser Form ist sie freiheitsfeindlich. Und Ludwig Erhard sagt noch etwas. Ludwig Erhard sagt, dass die freie Konvertierbarkeit der Währungen die beste Integration Europas darstellt. Ja, gut zuhören. Ich wiederhole, die freie Konvertierbarkeit der Währungen. Er spricht im Plural. Er spricht nicht von einer Währung. So. Weil der Euro ist eine erzwungene Einheitswährung, und eine erzwungene Einheitswährung ist Geldsozialismus pur. Und Geldsozialismus ist das Gegenteil eines marktwirtschaftlichen Wettbewerbes zwischen verschiedenen Währungen. Und auch davon sollten Sie sich distanzieren als Freie Demokraten, wenn Sie es wirklich ernst meinen, hier die Interessen unserer Wirtschaft vertreten zu wollen. Ich muss euch einfach vorwerfen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie reden von sozialer Marktwirtschaft in Deutschland. Das tun Sie gut, aber de facto unterwerfen Sie sich, wie alle anderen Fraktionen hier im Hause auch, der zentralen Planwirtschaft aus Brüssel. Und deswegen muss ich feststellen, dass Ihr Profil nicht mehr stimmt, dass Sie keine wirtschaftsliberale Partei mehr sind. Das, was Sie vertreten, ist der Neoliberalismus. Und Neoliberalismus ist das Gegenteil von echter liberaler Freiheitlichkeit. Wir von der AfD setzen auf echte Liberalität, weil echt liberal heißt, freiheitlich zu sein, Selbstverantwortung, eigenverantwortlich, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien und nicht nach dem zentralen Sozialismus aus Brüssel. Denn nur der souveräne Nationalstaat ermöglicht es überhaupt, dass die soziale Marktwirtschaft funktioniert.
Und mein Schlusssatz kennen Sie. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Regierung Merkel möglichst bald abtreten sollte. Ich danke Ihnen. Als nächster Redner erhält das Wort die Kollegin Sabine Poschmann, SPD-Fraktion.